Wow, ich bin platt. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie so viele Menschen hier auf dem Kornmarkt gesehen. Ich bin begeistert. Wahnsinn. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen wunderbaren Empfang. Vielen Dank für dieses überwältigende Interesse an unserer Partei. Auch von mir herzlich willkommen. Willkommen hier in Bautzen, in der historischen und faktischen Hauptstadt der Oberlausitz. Und natürlich willkommen auf diesem Kornmarkt, den ihr hier mit Augenzwinkern die Platte nennt. Willkommen auf diesem Platz, der inzwischen durch seine jahrelangen wöchentlichen Montagsdemonstrationen für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung bundesweit Bekanntheit erworben gehabt. Herzlich willkommen, ich bin froh, dass Sie hier sind. Liebe Freunde, liebe Gäste, unser sächsischer Wahlspruch heißt, damit Sachsen Heimat bleibt. Und was heißt das? Das heißt eben, unser Land ist nicht irgendwie ein Siedlungsgebiet, für die gerade mal da sind, so wie das Frau Merkel gesagt hat. Unser Land ist das, was es ist, weil hier schon seit Jahrhunderten Menschen ihre Kultur leben. Deutsche, Slawen, Sachsen. Aus dieser Kultur heraus leben wir auch heute. Aus dieser Kultur heraus ist viel Schönes entstanden. Es ist Kunst entstanden, es ist Musik entstanden, es ist Wissenschaft entstanden, es ist Industrie entstanden. Und auch das, Freiheit und Demokratie, sind genau aus dieser Kultur heraus entstanden. Und deshalb sagen wir, diese Kultur, unsere Art zu leben, die hat unser Land erfolgreich gemacht. Diese Art, unsere Art zu leben, ist etwas Wertvolles. Etwas, das wir an unsere Kinder und Enkel weitergeben wollen, damit auch sie in Zukunft in einem kulturvollen, freien Wissenschafts- und Industrieland leben können. Und deshalb heißt unser Wahlspruch, damit Sachsen Heimat bleibt, dafür kämpfen wir gemeinsam mit Ihnen. Liebe Freunde, liebe Gäste, 5 Jahre sind seit der letzten Landtagswahl vergangen. 5 Jahre mit einer schwarz-rot-grünen Regierung in Sachsen, 5 Jahre mit einer starken blauen Opposition. Seit 5 Jahren wird in Sachsen keine solide konservative Politik mehr gemacht. Seit 5 Jahren regieren in Sachsen Ideologie, Planwirtschaft und Freiheitsfeindlichkeit. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was unsere fleißigen, unsere gebildeten und trotzdem bodenständigen Sachsen wollen. In den letzten fünf Jahren haben wir als AfD gezeigt, dass wir die große sächsische Alternative zu Schwarz-Rot-Grün sind. Wir haben unsere Wahlversprechen in Anträgen und Gesetzesinitiativen in den sächsischen Landtag eingebracht. Wir haben die Reform der Rundfunkstaatsverträge und die Abschaffung der GEZ-Zwangsgebühren gefordert. Die CDU hat das abgelehnt. Wir haben ein Ende der Russland-Sanktionen, die unserem Land mehr schaden als Russland, gefordert. Die CDU stimmte dagegen. Wir haben weniger statt mehr Steuern gefordert. Die CDU stimmte dagegen. Wir haben gezeigt, wie man die Berufsausbildung und das Handwerk unterstützen kann. Wir haben Anträge zur Stärkung der familiären Pflege gestellt. Wir haben niedrige Kita-Gebühren und ein kostenloses Schulessen gefordert. Und wir haben die Erleichterung von Volksentscheiden gefordert. Und immer stimmte die CDU dagegen. Wir haben gezeigt, eine bessere, eine bürgerfreundliche Politik in Sachsen ist möglich. Sie wäre möglich, wenn eben die parlamentarischen Mehrheiten dafür nicht permanent von einer CDU verhindert würden. Und auch das haben die letzten 5 Jahre gezeigt. Die CDU, die braucht eben SPD und Grüne, um an der Macht zu bleiben. Die CDU wird auch nach dieser Wahl wieder mit den Grünen ins Koalitionsbett steigen, um an der Macht zu bleiben. Die CDU opfert das Wohl unseres Landes, unserer Bürger, unserer Unternehmen für den eigenen Machterhalt. Und deshalb sagen wir, höchste Zeit für die Opposition, zeigen wir der CDU im Herbst, im 1. September, die rote Karte. Liebe Freunde, liebe Gäste, und noch etwas ist klar geworden.
Die CDU hält ihre Wahlversprechen nicht. Die CDU hatte versprochen, dass es keine Steuererhöhungen geben wird mit ihrer Regierung. Und trotzdem hat sie in der schwersten Baukrise, die wir jemals hatten, die Grunderwerbssteuer von 3,5 auf 5,5% erhöht. Wirtschaftsfeindlicher geht es nicht. Die CDU hatte versprochen, keine Windräder in sächsische Wälder zu bauen. Und heute sollen 10% unserer sächsischen Wälder für Windkraftanlagen geopfert werden. Die CDU hatte versprochen, dass es mehr direkte Demokratie geben wird. Gar nichts ist passiert. Es ist genauso schwer wie vor 5 Jahren Volksentscheide zu machen. Die CDU hatte mehr Sicherheit versprochen. Und was ist daraus geworden? Nichts ist daraus geworden. Das Gegenteil ist daraus geworden. Vergewaltigungen, Messerstechereien, unsichere Bahnhöfe und Migranten, die 89-jährige Seniorinnen in ihrer Wohnung verprügeln. Das ist die Sicherheit einer CDU-Regierung in Sachsen. So geht Sicherheit mit der CDU. Und auch beim Frieden sieht es nicht besser aus. Herr Kretschmer spricht sich ja für ein Einfrieren des Krieges in der Ukraine aus. Aber er und seine Partei stimmen regelmäßig gegen jede Friedensinitiative im Sächsischen Landtag. In Zeitungsinterviews spricht sich Herr Kretschmer gegen die Russland-Sanktionen aus. Aber er und seine Partei stimmen im Parlament immer wieder gegen sächsische Initiativen zur Beendigung dieser Sanktionen. Die CDU verspricht damals und heute vor der Wahl Dinge, die sie nicht einhalten will. Die CDU ist nicht die Lösung für all die größer werdenden Probleme unseres Landes. Die CDU ist die Hauptursache für all diese Probleme und sie wird diese Probleme niemals lösen können. Und deswegen zeigen wir der CDU am 1. September die rote Karte. Liebe Freunde, liebe Gäste, Thorsten Hilse hat es schon angesprochen. Gerade erst haben wir in Sachsen die Wahlen zum EU-Parlament und die Kommunalwahlen durchgeführt. Diese Wahlen sind für unsere Partei, für die AfD, ein grandioser Erfolg gewesen. Die AfD ist Volkspartei geworden. Gerade in den neuen Bundesländern sind wir inzwischen flächendeckend stärkste Partei. Unser Land ist erwacht, die Bürger sind erwacht, endlich kann man sagen. Und kein milliardenschwerer Staatsfunk, keine SPD-Zeitungen und auch keine Aufklärungspost, wie sie gerade in ihre Briefkästen geflutet wird, wird unsere wachen, aufgeweckten sächsischen Menschen wieder in den politischen Tiefschlaf versetzen. Jeder sächsische Wahlkreis war nach der EU-Wahl in AfD-Blau gefärbt. Und selbst in den Großstädten Chemnitz, Dresden und Leipzig wurde die AfD bei der EU-Wahl stärkste Kraft. Was für ein Erfolg! Und mit der Verdoppelung unserer kommunalen Mandate ist die AfD auch in vielen Städten, Gemeinden und in allen Kreistagen in Sachsen die stärkste politische Kraft geworden. Keine andere Partei hat solche Zuwächse bei den Kommunalwahlen zu verzeichnen gehabt wie unsere AfD. Und mit diesem Rückenwind gehen wir jetzt in die Landtagswahl. Machen wir ein Ende mit Vetternwirtschaft, ein Ende mit Kriegstreiberei, mit der Bildungsmiserie, mit der Messermigration. Zeigen wir den Altparteien, zeigen wir der CDU am Sonntag ein für alle Mal die rote Karte. Und ich möchte noch etwas ansprechen, weil ich glaube, dass es tatsächlich für die notwendigen politischen Veränderungen in unserem Land von sehr großer Bedeutung ist. Die Jugend wählt AfD. Die Umfragen zeigen es, die Wahlergebnisse zeigen es. Bei den jungen Wählern im Alter von 16 bis 30 Jahren ist die AfD die erste Wahl. Und die gerade erfolgten U18-Wahlen, Thorsten hat es angesprochen, die AfD lag bei dieser Testwahl unerreichbar für die anderen Parteien mit 35% auf Platz 1. Und so mancher Linke und so mancher Grüne, der sich immer vehement eingesetzt hat
Für die Herabsetzung des Wahlalters, der wird sich bei diesen Umfrageergebnissen zu Tode geärgert haben. Er wird ins Kissen geweint haben. Unsere Jugend ist nicht rot-grün, unsere Jugend tickt blau. Und das ist auch verständlich. Die jungen Menschen wissen natürlich, dass Politik über ihre Zukunft bestimmt. Kann ich in Zukunft noch ohne Bedrohungen mit Bus und Bahn fahren? Finde ich in Sachsen in Zukunft noch eine gute Arbeit, um eine Familie zu ernähren? Oder werden ich und meine Freunde auch weiter in Frieden leben? Oder werden wir vielleicht als Kanonenfutter in einen Krieg nach Russland geschickt? Diese Fragen stellt sich die Jugend und sie stellt sie sich zurecht. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Jugend immer mehr zu uns kommt, zu unseren Wahlkampfständen oder eben auch zu unserer Jugendorganisation, zu der Jungen Alternative für Deutschland. Junge Menschen sind vielleicht nicht die größte Wählergruppe, aber sie sind Multiplikatoren, sie sind Stimmungsmacher. Sie überzeugen Freunde, sie überzeugen Familienmitglieder. Ich sage immer, wenn der Enkel und die Enkelin AfD wählen, dann dauert es nicht lange, dann wählen auch Oma und Opa AfD. Mit der Jugend auf unserer Seite ist mir um die Zukunft unseres Landes nicht bange. Wer mit der Jugend um dieselbe Sache kämpft, dem gehört die Zukunft. Liebe Freunde, liebe Gäste, vor uns liegen nur noch wenige Tage Wahlkampf. Sie alle wissen, worum es bei den bevorstehenden Landtagswahlen geht. Es geht um einen grundsätzlichen politischen Richtungswechsel. Wie soll die Zukunft des Freistaates Sachsen aussehen? Wollen Sie weiter ein sinkendes Bildungsniveau an unseren Schulen durch Gendergaga, durch Klimagedöns, durch nicht deutsch sprechende Kinder? Dann können Sie die Regierung Kretschmer einfach weiter wursteln lassen. Oder wollen wir, dass unsere Kinder richtig rechnen und schreiben lernen, dass sie bestens vorbereitet sind auf ihre Berufskarriere, dass aus ihnen die schlauesten Handwerker und Facharbeiter und die klügsten Wissenschaftler und Ingenieure werden? Das wird es nur mit einer AfD-Regierung in Sachsen geben. Wie soll die Zukunft unseres Freistaates Sachsen aussehen? Wollen wir weiter erdulden, dass Messerstechereien und Vergewaltigungen langsam zur hässlichen Normalität werden? Vom aufgeblasenen "Wir schaffen das" zum schulterzuckenden "Jetzt sind sie nun mal da" der CDU. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen sichere Parks, wir wollen sichere Bahnhöfe, sichere Schulhöfe, ohne Bedrohungen, ohne Belästigungen, ohne Drogendealer. Das wollen wir und das wird es nur mit einer AfD-Regierung hier in Sachsen geben. Mir mit einem großen Applaus. Tino Fu Haller! Ja, sensationell, was hier auf der Platte los ist. Wenn ich hier hineinschaue, da kann man nur eins sagen, hier lebt die Demokratie. Wir hören ja jetzt jeden Tag im Fernsehen, im Radio immer viel von dem Untergang der Demokratie. Hier steht die Demokratie, hier stehen die Bürger, Bautzen und Umgebung, liebe Freunde. Ihr zeigt, was Vielfalt ist, jung, alt. Das ist das, was wir verkörpern als AfD. Wir vertreten die Bevölkerung. Wir machen Politik im Interesse der Bevölkerung und vor allen Dingen für diejenigen, die wertschöpfend in diesem Land arbeiten. Das sind Sie, seid ihr oder für diejenigen, die bereits wertschöpfend gearbeitet haben. Für die vielen Rentner und wir wollen Politik machen für diejenigen, die noch wertschöpfend arbeiten in diesem Land sollen. Das sind die Kinder und Jugendlichen. Für diese Altersgehorteten machen wir Politik, liebe Freunde, als einzige Alternative, die es in diesem Land überhaupt noch gibt. Und wenn wir uns anschauen, die Talksendung auch diese Woche natürlich wieder ohne AfD-Beteiligung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil man meint, man könnte noch was vor der Landtagswahl umbiegen, weil man meint, man könnte noch den Sieg der AfD verhindern. Man wird es nicht schaffen, liebe Freunde. Davon bin ich fest überzeugt. Im Gegenteil, im Gegenteil.
Soll das öffentlich-rechtliche Fernsehen noch mehr Saskia Esken einladen, noch mehr Ricarda Lang, noch mehr Frau Göring-Eckardt? Es nutzt uns doch nur. Wunderbar, ladet sie ein. Sie sollen über die AfD reden, aber nicht mit uns. Genau das ist das, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen, was viele BAD-Journalisten immer noch nicht verstanden hat, wie der Osten tickt. Aber man beschimpft uns als Dunkeldeutschland oder dass hier die Demokratie unterginge. Was für ein Schmarrn. Sie haben nicht Angst um die Demokratie. Sie haben Angst vor der Demokratie. Und das werden Sie im letzten Kampf sehen. Und wenn man sich die aktuellen Wirtschaftsdaten in Deutschland ansieht, Deutschland deindustrialisiert, davor haben wir bereits vor 2-3 Jahren im Bundestag, im Landtag gewarnt. Da hat man uns als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt und wir würden den Teufel an die Wand malen. Wir sehen jetzt aktuell, was passiert. Gerade im Osten, der steckt wieder in der Krise. Und ich sage wieder, weil nach der Wiedervereinigung wir schon mal einen Umbruch hatten. Und wir stehen wieder vor einem Umbruch, den wir ja nicht wollen, der vor allen Dingen durch Ideologen erzeugt wurde. Durch welche, die von ihrem Fach keine Ahnung haben. Einen Wirtschaftsminister, der von allem Ahnung hat, aber nicht von Wirtschaft. Und solche Leute wollen wir in keiner Regierung mehr, liebe Freunde. Und wenn wir uns anschauen, dieses Jahr wird es in Deutschland über 20.000 Unternehmensinsolvenzen geben. In Sachsen gibt es so viele Unternehmenspleiten wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die Chemnitzer Gießerei, Sachsenbus ist insolvent und im Schutzschirmverfahren. 800 Mitarbeiter sind betroffen. Nach der Wende waren es kleine, junge Unternehmen. Heute geht es den gestandenen Mittelstand, Gießereien, Glasfachbetriebe, Papierfabriken an den Kragen. Warum? Weil sie sich die Energiepreise nicht mehr leisten können, weil sie vor Bürokratie erstickt werden. Und das ist das Problem Nummer eins. Das ist die teure Energie. Und ohne Energie, liebe Freunde, keine Industrie, ohne Industrie keine Arbeit, ohne Arbeit kein Wohlstand. Dann kann man sich auch diesen Sozialstaat nicht mehr leisten. Und das erleben wir, das werden Sie erleben, wenn nächstes Jahr die Krankenkassenbeiträge wieder steigen werden. Und das muss umgekehrt werden. Und deshalb fordern wir den breiten Energiemix mit Kohlekraft, mit endlich wieder Kernkraft und ja, auch mit Gas aus Russland, liebe Freunde. Das hat uns den Wohlstand gesichert. Und erinnern wir uns, nach dem Anschlag auf Nord Stream hieß es, der Russe war's, wer sonst? Weil er uns immer wieder Böses will. Jetzt heißt es, die Ukraine soll es gewesen sein und sie habe jedes Recht dazu. Tschechiens Präsident und Polens Ministerpräsident stimmen sogar zu. Alle gegen Deutschland. Und was macht die Bundesregierung? Selbst die neuen Erkenntnisse, sie werden achselzuckend entgegengenommen. Scholz trifft sich mit Zelensky, als wenn nichts gewesen wäre. Es ist völlig egal, ob Deutschland als souveränes Land angegriffen wird, ob unsere Infrastruktur zerstört wird. Wir werden im Bundestag einen Untersuchungsausschuss fordern, wie wir ihn schon gefordert haben. Wir wollen Aufklärung und wir wollen diejenigen, die dafür verantwortlich sind, vor Gericht sehen. Das muss aufgeklärt werden, liebe Freunde. Und wir wissen auch, wer Deutschland schadet. Das ist der grüne Wirtschaftsminister Habeck mit seinem Wirtschaftskrieg gegen Russland. Die grüne Außenministerin Baerbock, die Politik macht wie eine Elefantin mit Trampolin im Porzellanladen. Das ist der falsche Oppositionsführer Merz, der ebenso falsche Politik macht. Ja, jetzt sind sie alle da, Merz und Kretschmer. Man denkt, Mensch, was sind das für Positionen, was sind das für Forderungen? Es müssen Wahlen sein. Wie verlogen muss man sein? Vor Wahlen wird die AfD kopiert, was das Zeug hält. Aber ich kann euch eins versprechen und ich kann euch eins garantieren. Sie werden davon nichts umsetzen. Mit wem wollen Sie es denn umsetzen? Mit wem will Merz diese Forderung umsetzen? Er lügt und Kretschmer ist der Treuhänder. Der macht genauso mit. Er ist der Raubkopierer der AfD. Ihm steht der Angstschweiß auf der Stirn. Zu Recht, wir werden ihn abwählen. Und dann erzählt man uns, wir haben kein Geld für dies, wir haben kein Geld dafür. Wir brauchen mehr Steuern, wir brauchen mehr Einnahmen, wir müssen dort erhöhen. Wir sagen ganz klar als AfD, Schluss damit. Endlich muss es hier einen Kassensturz geben, auf Landesebene, auf Bundesebene. Wir wollen sehen, für was die Einnahmen
verausgabt werden, wo das Geld hingeht. Wir sagen ganz klar, Schluss mit Waffenlieferungen in die Ukraine, 30 Milliarden Euro, was für ein Wahnsinn! Allein 6 Milliarden Euro Bürgergeld für Ukrainer. Mittlerweile Forderung der CDU. Es geht nicht mehr. Man hört es kaum. Man denkt sich, was ist hier eigentlich in diesem Land los? Was sind hier für Kopierer am Werke? Deswegen sagen wir ganz klar, wir wollen diesen Krieg so schnell wie möglich. Und das muss die Aufgabe dieser Bundesregierung sein, am Verhandlungstisch beenden. Hier muss Druck ausgeübt werden auf alle Seiten, auf Russland genauso wie auf die Ukraine und die USA, damit es zu einem Frieden kommt, damit die Ukrainer wieder nach Hause gehen können. Und zwar in ein friedliches Land. Und schauen wir in die Vergangenheit. Unsere Partei ist der Leuchtturm im Sturm. Unsere Grundsatzentscheidungen waren alle richtig. In der Corona-Zeit sagten manche, Impfen, Impfen, Impfen und Lockdown sind der Weg aus der Krise. Wir verteidigten die Freiheit der Bürger, kritisierten massiv die Regierung und sagten, gesund ohne Zwang. Das war unser Motto auch zur Bundestagswahl. Das war genau der richtige Weg. Die RKI-Protokolle zeigen es doch jetzt. Zuerst Corona, jetzt Affenpocken. Hier wird Panik gemacht für Profite. Panik, um die Bürger zu kontrollieren. Raus aus der Pandemiepolitik der WHO, liebe Freunde. Wir werden das nicht mitmachen. Und es wurde immer viel von Spaltung geredet, von Manipulation. Genau in dieser Corona-Zeit fing es an mit Spaltung, mit Manipulation. Und da brauchen sich die etablierten Parteien nicht wundern, dass immer mehr Bürger das Vertrauen in die Politik verloren haben. Und die Medien haben fleißig mitgemacht, haben uns beschimpft, auch hier in Bautzen, auch in Görlitz, für diejenigen, die jeden Tag auf die Straße gegangen sind, die für ihre Grundrechte, für Freiheit eingestanden haben. Wir waren diejenigen, die das Grundgesetz hochgehalten haben und nicht die Ampelparteien oder die CDU. Sie hat es verleugnet. Und da sehen Sie, wer die demokratischen Parteien sind, liebe Freunde. Und ich erinnere an Aussagen von Friedrich Merz. Er wollte gesunde, nicht impfwillige Bürger vom öffentlichen Leben ausschließen lassen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sprach den Bürgern die Berechtigung ab, gegen Lockdown zu demonstrieren. Er wollte Demos für Impfstoffe und 2G in Deutschland einsetzen, also keine Restaurants mehr für Gesunde. Und erinnert euch alle an die Gesundheitsministerin bzw. an Frau Köpping. Sie spricht auf den Plakaten von Respekt. Wie verlogen muss man sein? Diejenige, die in Psychiatrien Zimmer frei gemacht hat, für diejenigen, die nicht geimpft werden wollten, die sich sozusagen auch da so verweigern wollten. Das ist Frau Köpping. Hat das was mit Respekt zu tun? Und deshalb, liebe Freunde, wenn jemand nachdenken sollte auf diesem Platz, eine SPD, eine grüne Partei und auch die Linken, die braucht niemand mehr im Landtag. Sie sind überflüssig. Und denkt dran, jede Stimme für Michael Kretschmer ist eine Stimme für Pfizer und für BlackRock, für Friedrich Merz. Deshalb am 1. September die AfD wählen. Und zwar, liebe Freunde, mit Erststimme, mit Zweitstimme. Und fangt nicht an zu überlegen, auf irgendwelchen Ideen zu kommen, Kleinstparteien und Splitterparteien eure Stimme zu geben. Wenn wir den Machtwechsel, wie es hier hinter mir steht, erreichen wollen, dann brauchen wir beide Stimmen. Denn jede Stimme für eine Kleinstpartei ist eine Stimme für Michael Kretschmer. Das sind verlorene Stimmen, liebe Freunde. Denkt dran, wir brauchen 35% plus X in Sachsen. Ja, und jetzt wird ja mal viel davon gesprochen, was wären denn die Vorschläge der AfD, welche Einsparungen hätten wir? Ich habe von den Ukraine-Hilfen gesprochen, die mittlerweile 30 Milliarden überschritten haben. Der Klima- und Transformationsfonds, 50 Milliarden Euro, die wir ausgeben, wo eure Kosten jedes Jahr steigen, wo die Lebensmittel steigen, die Lkw-Maut steigt, alles Dinge, die wir bezahlen müssen mit Lebensmitteln und auch mit anderen Dingen, die der Handwerker, der Mittelstand bezahlen muss. Und auf alle Dinge
ist die Mehrwertsteuer. Der Staat verdient sich dumm und dämlich mit Preissteigerungen. Deshalb ist ihm das egal, ob die Bürger entlastet werden. Wir werden dafür sorgen und wir werden diese Dinge rückgängig machen. Und wir werden zum Beispiel auch 500 Millionen Euro, wo es jedes Jahr erhöht wird, für sogenannten Demokratieprogramme, die werden wir abschaffen, liebe Freunde. Das sind nämlich genau diejenigen. Vorpilze und Schulabbrecher, die Gegendemos organisieren, diejenigen werden wir wieder zur Arbeit bringen, damit sie was für Deutschland leisten. Und das erwarten wir. Denn eins muss man diesen Leuten sagen, das beste Demokratieprogramm ist ein funktionierender Staat, der sich aber aus den Angelegenheiten der Bürger, der Unternehmen, der Handwerker rauszuhalten hat. Das ist das, was wir in Ostdeutschland nicht mehr wollen, was wir abgelegt haben mit der Wiedervereinigung. Wir wollen nicht gegängelt werden, wir wollen nicht, dass uns gesagt wird, was wir zu denken haben, was wir zu sagen haben. Das lassen wir nicht. Wir bleiben schwer erziehbar, liebe Freunde. Und von daher lassen wir uns auch nicht von Leuten wie Ricarda Lang, Frau Esken sagen, was wir zu denken haben, wie wir zu leben haben. Wir wollen, dass wir von Politikern vertreten werden, die was geleistet haben in ihrem Leben, die wissen, von was sie sprechen. Denn alle, die hier sind, haben wesentlich mehr geleistet als die Hälfte derjenigen, die im Bundestag sitzen. Wir sehen es doch jeden Tag. Hört sie reden, hört sie einfach nur reden. Und in diesem Sinne, liebe Freunde, mobilisiert die Leute am 1. September. Es ist wirklich eine wegweisende Wahl. Wir brauchen hier in Sachsen den Machtwechsel. Wir wollen die CDU ablösen. Wir wollen endlich Politik für die Bürger machen, für unsere Enkelkinder, für unsere Kinder. Das sind wir dem Land schuldig. Wir haben es schon mal geschafft. Wir werden es dieses Jahr wieder schaffen, liebe Freunde. Kämpft für Freiheit, für Frieden und für Souveränität, liebe Freunde. Vielen Dank. Und spricht zum Volk. Geschichtsbüchern erwähnt im Jahr 1002. Ihr könnt auf eine lange Geschichte zurückblicken, auf eine Geschichte der Kultur, der Tradition und der Heimat, liebe Bautzener. Und diese Tradition, diese Geschichte, eure Kultur, lassen wir uns nicht nehmen. Wir lassen es nicht zu, dass euch die Heimat genommen wird. Von der CDU, von den Grünen, von der SPD und wie sie alle heißen. Ich habe in meinem Büro im Kühlschrank den Bautzener Senf stehen, liebe Freunde. Es lebe der Mittelstand! Es lebe der Mittelstand. Bei den Stadtratswahlen wurde die AfD hier stärkste Kraft. Hier in Bautzen schlägt das Herz der AfD. Danke euch dafür, liebe Bautzen. Im September schreiben wir in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg Geschichte. Wir schreiben die Zukunft für unser geliebtes Vaterland, für unser geliebtes Deutschland. Wir schreiben Geschichte in Sachsen, liebe Freunde.
Ich bewundere euch. Ich bewundere Sachsen. Ich bewundere dich auch. Ich bewundere euch alle. Und wisst ihr warum? Für eure demokratische Tradition, für die Tradition der Freiheit, für eure Vergangenheit, für die Zukunft, für 1989. Wir brauchen ein zweites 1989, liebe Freunde. Warum sage ich das? Es gab ja so einige Politiker der Nationalen Volksfront, die die Unverschämtheit besessen haben, Ostdeutschland, das großartige Ostdeutschland, als Dunkeldeutschland zu bezeichnen. Es sind genau diese kläglichen, arroganten Figuren, die hier nun auf Stimmfang gehen. Als ich mir die Wahlkarte nach dem Ausgang der Europawahl angeschaut habe, war der Osten blau und der Westen schwarz. Jetzt stelle ich die Frage, wo ist Dunkeldeutschland, liebe Freunde? Die nationale Volksfront macht Politik gegen die eigene Bevölkerung, gegen unser eigenes geliebtes Vaterland. Sie sind die Parteien der Deindustrialisierung, der Teuerung, der Arbeitsplatzvernichtung, der Wohlstandszerstörung, der Massenmigration und so weiter. Es gibt keine steuernde Kraft, die diese Fehlentwicklung aufhält. Außer wir, die Alternative für Deutschland. Und ich kann euch garantieren, wenn wir in der Regierung sitzen, zuerst in Sachsen, dann in Thüringen, und dann in Brandenburg, weil wir stärkste Kraft sind. Und später in der Bundesregierung ist Schluss mit dieser fehlgeleiteten Politik. Wir wollen Verantwortung übernehmen für euch, für Deutschland, für die Bevölkerung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die Nase voll von diesen hohlen Phrasen, von diesem dummen Geschwätz, spätestens nach Solingen. Wie lang soll das eigentlich noch weitergehen? Wie viele Menschen müssen noch sterben, bis hier endlich was gemacht wird? Erosion der inneren Sicherheit. Wir haben Messerdelikte jeden Tag. Und immer wieder das gleiche Gelaber. Wir müssen doch, wir fordern doch. Heute haben sich Merz und Scholz getroffen. Wir wissen genau, dass da gar nichts passiert, sondern dass das nur gemacht wurde, weil Wahlkampf hier ist. Weil die Landtagswahlen sind. Passieren wird überhaupt nichts. Denn diese Arroganz der Politik, der Herrschenden, hat in einem Satz Ausdruck gefunden, und zwar von Saskia Esken. Die sagte, was hat sie gesagt? Ja, aus Solingen, da kann man gar nichts lernen. Wie arrogant, wie emotionslos ist diese politische Kaste, die dort in Berlin sitzt, die in den Landesregierungen sitzt. Wählen wir sie ab und machen die AfD erfolgreich, dass wieder vernünftige Politik in diesem Land geblieben wird.
Wir müssen, wir wollen das Staatsversagen, den Kontrollverlust beenden. Er muss beendet werden und das geht nur durch eine nachhaltige Migrations- und Asylwende. Und das geht ganz einfach, wenn man es denn will. Und ich kann euch versprechen, wenn wir in der Regierung sitzen, dann wird das genauso gemacht. Die Grenzen werden geschlossen und kontrolliert. Illegale werden ausgewiesen. Sie müssen unser Land verlassen. Straftäter, Mörder, Extremisten müssen des Landes verwiesen werden. Und wir werden es tun. Und ich kann das emotional fast gar nicht mehr aushalten, was hier passiert, innerhalb unserer Landesgrenzen. Und darum fordere ich hier und heute einen sofortigen Einwanderungs- und Einbürgerungsstopp für mindestens 5 Jahre. Wir müssen uns jetzt ganz genau überlegen, was hier gemacht wird. Es ist wirklich schlimm. Und die CDU ist leider die reinste Mogelpackung. Ich fahre hier durch die Lande und sehe die CDU-Plakate auf einem grün-weißen Grund. Ich weiß, das sind die Farben Sachsens. Aber nichts könnte der Wahrheit mehr entsprechen. Denn auf Bundesebene möchte der Herr Merz und möchte auch der Herr Söder mit den Grünen koalieren. Und auch der liebe Herr Kretschmer weiß das. Und lasst euch bloß kein A zu einem Z machen. Lasst euch nicht von diesen Leuten anlügen und über den Tisch ziehen. So wie wir das wo gesehen haben? Bei den RKI-Protokollen haben wir gesehen, wie wir alle verarscht wurden von diesen Leuten. Und sie haben es alle gewusst. Ein Kretschmer hat es gewusst. Ein Haseloff hat es gewusst. Sie haben es alle gewusst. Und der Ramelow, der hat es auch gewusst, dass wir belogen und betrogen wurden. Diese ganzen Maßnahmen, diese Drangsal für nichts. Die Aushebelung unserer Verfassung für nichts. Es hat nichts gebracht. Die Politik hat Druck ausgeübt auf die Wissenschaft. Wir kennen das ja noch damals aus der DDR. Die Wissenschaft, die Intellektuellen, die Kultur, die Medienschaffenden. Hohle Phrasen, was hier gemacht wurde, war die Aushebelung unserer Bürger und unserer Grundrechte. Und darum ist die AfD angetreten, um diese Grundrechte zu erhalten. Sie sind Abwehrrechte gegenüber einem übergriffigen Staat. Sie garantieren unsere Freiheit. Wie ist man umgegangen mit unseren Kindern? Wie ist man umgegangen mit Senioren, die teilweise alleine sterben mussten? Die Kinder, denen diese erbärmlichen Kaffeefilter aufgesetzt wurden, die nicht mehr miteinander spielen durften. Sagt das nicht eigentlich alles über diese Leute, die so mit den Menschen umgehen, die so herzlos sind, die so arrogant sind und so verlogen? Geht man so mit Menschen um, dass man Senioren alleine hat sterben lassen, wo man genau die Wahrheit wusste? Es ist eine Schande, liebe Freunde. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Herr Söder von der Pandemie der Ungeimpften gesprochen hat. Wie ist man mit den Ungeimpften umgegangen? Wie? Die wurden ausgeschlossen. Die durften nirgendwo mehr rein. Das hat man absichtlich gemacht. Man hat uns angelogen.
Und das Ganze war nachträglich für nichts. Jeder kann irgendwo Fehler machen. Das Schlimme an der Sache ist, Sie haben es alle gewusst und auch Herr Kretschmer hier in Sachsen. Sie haben es alle gewusst und Sie haben gelogen. Und wozu ich auffordere, ist Folgendes. Diese Leute in Verantwortung, sie sollten auf Knien um Vergebung bitten, was sie euch angetan haben. Was sie den Menschen angetan haben. Auf Knien um Vergebung an die Verstorbenen, die alleine in den Seniorenheimen sterben mussten, um Vergebung bitten. Um diejenigen, die das aushalten mussten. Das alles ist nicht passiert. Und auch das spricht Bände. Die AfD fordert seit Jahren nun einen Corona-Untersuchungsausschuss. Der wird verhindert, kann ich mir auch vorstellen, von Karl dem Großen, Karlchen Lauterbach. Der will das natürlich verhindern. Aber auch die CDU möchte das verhindern, weil eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, nicht wahr? Und wenn ihr Untersuchungsausschüsse wollt, dann macht die AfD stark. Denn wir ziehen diese Leute zur Rechenschaft. Wir als AfD haben den Anspruch, dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, es zu ordnen. Und darum fordern wir endlich die Wiederherstellung des Rechtsstaates, dass jeder vor dem Gesetz gleich behandelt wird. Damit fängt es erstmal an. Wir fordern direkte Demokratie. Wir wollen, dass ihr direkt abstimmen könnt und nicht irgendwo im Parteisystem die ganzen Initiativen versenkt werden. Wir wollen, dass ihr abstimmen könnt. Und wisst ihr eigentlich was? Die erste Volksinitiative wäre, die Rundfunkgebühren abzuschaffen. Denn das, was dort präsentiert wird, das muss man nicht bezahlen. Ganz im Gegenteil. Man muss die ganzen Leute, die ganzen Ideologen rausschmeißen und mal endlich einen vernünftigen Job zuführen. Denn dann wüssten sie Folgendes. Und das ist die nächste Forderung. Dass man mit der Arbeit, die man verrichtet, der eigenen Hände Arbeit, leben können muss. Dass man überleben muss. Wir müssen von unserem Lohn leben können und nicht irgendwelche Bürgergeldempfänger, die noch nie in unser Sozialsystem eingezahlt haben. Ihr müsst von der Arbeit leben können. Es ist doch ganz einfach. Habt ihr eigentlich schon mal gehört, dass die nachfolgende Generation bei den anderen Parteien, bei der Nationalen Volksfront je thematisiert wurde? Wie sieht es eigentlich an den Schulen aus? Wie sieht es an den Universitäten aus? Wie sieht es bei der beruflichen Ausbildung aus? Ich weiß ja, dass die Leute keinen Anspruch haben wie Ricarda Lang und Claudia Roth. Die wollen das gerne, dass die Leute genauso doof sind, damit sie auch wiedergewählt werden. Ja, darum fordere ich ja auch einen TÜV für Politiker. Die müssen mal einen Beruf gelernt haben und eine Ausbildung gemacht haben, ganz einfach. Da meint ihr mal, wie viele da weg sein würden. Und für unsere Kinder brauchen wir eine ordentliche Ausbildung. Wir brauchen endlich wieder Perspektiven für die jungen Menschen. Und das ist auch der Grund, warum die AfD völlig zu Recht bei den U18-Wählern durch die Decke geht. Weil die Jugendlichen genau sehen, wie es an den Schulen zugeht und sie wollen diese Zustände nicht mehr haben.
Und ich kann euch garantieren, wenn die AfD in der Regierung ist, habt ihr wieder eine vernünftige Ausbildung. Ihr lernt wieder ordentlich rechnen, schreiben, lesen. Ihr habt vernünftige Universitäten, vernünftige berufliche Ausbildung. Und ihr werdet später genug Geld verdienen, um euch und eure eigene Familie zu ernähren. So sieht's nämlich aus. Und wir fordern eine Wende der Energiewende. Nicht eine 360-Grad-Wende, sondern, so geht feministische Außenpolitik. Aber das ist ja jetzt gerade nicht das Thema. Darauf komme ich gleich noch zum Schluss zu sprechen. Aber wir brauchen eine geordnete Energiepolitik von bezahlbarer und sicherer Energieversorgung. Und dazu gehört die Rückkehr zur Kernkraft. Dazu gehört die Rückkehr zur Kohlekraft. Hier absolut relevant. Bezahlbare Energieversorgung und vor allen Dingen die Aufklärung der Nord Stream 2 Sprengung. Und vor allen Dingen, was wir am meisten brauchen, ist Frieden vor unserer Haustür. Wir wollen keine Stationierung von Waffen in der Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht zur Zielscheibe gemacht werden. Als Vasallenstaat. Wir müssen selbstbewusst auftreten, um es zu formulieren. Wir wollen keinen Krieg vor unserer Haustür. Wir wollen eine diplomatische Lösung haben für den dauerhaften Frieden. Das ist es doch. Und diejenigen, die Kriegstreiber, das muss ich mir mal vorstellen, ein CDU-Kiesewetter, der fordert plötzlich, ja, man kann doch mal Raketen auf Moskau abschießen. Ah, das muss er doch mal machen können, dazu muss man bereit sein. Oder hier die Frau mit den Vierfachnamen von der FDP, die da fordert, ja, hier Taurus, schön die Raketen, immer schön auf Russland drauf. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, diejenigen, die das wollen, die sollen doch einfach selbst die Verantwortung übernehmen. Sie sollen nicht unsere Söhne und unsere Väter dahin schicken, sondern sie sollen gefälligst Geld selbst dahin gehen. Sie sollen selbst dahin gehen. Frau Strack-Zimmermann kann sich auch gerne auf eine Rakete draufsetzen, sich dahin schießen lassen. Ja, so geht feministische Außenpolitik, nicht wahr? Dann kann man noch Frau Roth, könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Frau Baerbock. Nee, Frau Baerbock fliegt mit dem Regierungsflieger hin und her zwischen Fußballspielen und Fußballspielen und Fußballspiel und dann nochmal zwischen Kiew während des Nachtflugsverbots. Das sagt recht viel aus. Erstens, wie arrogant diese Leute eigentlich sind. Zweitens, wie locker das Steuergeld sitzt, was diese Leute nie verdient haben. Ich weiß nicht, in welchen Berufen die vorher gearbeitet haben. Keine Ahnung. Irgendwo Praktikantin? Ich weiß es nicht. Nicht? Also, ne? Oder im Abgeordnetenbüro, da haben sie ja alle irgendwann einmal gearbeitet. Weiß ich nicht. Und es sagt vor allen Dingen auch aus, dass man anscheinend irgendwie alles machen kann. Ich sage Ihnen, wenn diese Leute jemals richtig gearbeitet hätten und sie jetzt abgewählt werden bei den Landtagswahlen und auch bei der Bundestagswahl und sie sich endlich einen ordentlichen Job suchen müssen und richtig arbeiten, dann fangen die mal ganz unten an. Dann wissen die schon, was es heißt, wie wichtig eine vernünftige Politik ist für die Arbeitnehmer in diesem Land. Das wäre doch mal was. Und darum sind wir angetreten, um diese Wahlen zu gewinnen. In Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg und nächstes Jahr die Bundestagswahlen.